Ja, hallo. Ich dachte gerade so oder denke so, auf in den Kampf. Möge die Liebe siegen, die Liebe über den Hass. Und möge das, was wir an Positivem erreicht haben, in unserer Menschheitsgeschichte erhalten bleiben und nicht den Bach runtergehen. Ja, das wünsche ich uns, dass wir uns nicht vom Hass anstecken lassen. Und darum sage ich auch noch einmal an die Russen gewandt, ihr seid mir genauso lieb wie alle anderen Menschen und genauso lieb wie jeder Deutsche. Das ist so. Und ich kann auch sagen, ich bin immer gut mit Russen klargekommen. Ausgekommen. Das ist so, das wird auch so bleiben. Ich schere nicht alle über einen Kamm. Aber ich habe so das Gefühl, wie auf in den Kampf. Wie ein Torero. Das ist es. Wir kämpfen jetzt für die Liebe, für die Nächstenliebe, für die Güte, für Wahrheit, für Aufrichtigkeit, für Wahrhaftigkeit. Für unsere Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder. Und darum auch noch mal ein Appell an Wladimir Putin. Wladimir, gib einfach deinen Weg auf. Das ist das Beste für alle, auch für dich. Das ist so, das muss man manchmal machen im Leben. Erkennen, dass der Weg falsch ist, sinnlos ist. Und wir alle müssen aufpassen, dass wir nicht runtergezogen werden in einen Sumpf aus Hass und negativen Gedanken. Das ist wichtig. Und auch nicht einschlafen und alles verpennen, sondern es lebe die Liebe. Hurra, Liebe. Ja, das möchte ich gerne in die Welt rufen. Und tue ich hiermit. So, das wollte ich sagen.